Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur Episode 2 von Railroader. Diesmal nicht im Livestream, aber immer noch krank. Aber ich kann es einfach nicht lassen, hier ein bisschen Railroader zu spielen und das natürlich mit euch. Ja, wie sieht der Plan für heute denn aus? Einerseits, wir werden hier mal arrangiert mit zwei Lokomotiven. Die zweite Lokomotive steht momentan auf dem Gleis da hinten und ist fahrbereit. By the way, wenn ihr nicht wisst, wie ihr die zum Fahren kriegt, die was hier drin steht zum Reparieren, ihr müsst da mit der Lok, die fährt, an die ankuppeln und hier beim Tender Kohle Wasser reintun und dann fährt sie. Irgendwo logisch, aber ich dachte, ich sag's mal. Wir haben hier die Wagen, um hier die Strecke weiter auszubauen. Die werden wir entsprechend ganz nach hinten bringen, nach Edi. Und das ist ein recht schwerer Zug. Ich glaube, das wird Spaß machen zu fahren, aber davor haben wir noch zwei Wagen für die Sawmill und eine für Stenslam FG. Die werden wir noch wegdeponieren, beziehungsweise wir fangen hier mit der Sawmill an, dass wir die da hinbringen. Der Plan wird sein, dass die Lok jetzt nach vorne fahren wird und dann werden wir abkuppeln, fahren mit der hinten ran, unten rein und währenddessen fährt die Lok wieder hier zurück. Und dann werden wir die soweit einstellen, dass die automatisch zum nächsten Bahnhof fährt, damit es hier schneller geht. Gut, du Kollege, bitte nach vorne mit 20, hätte ich jetzt mal gesagt, abgekuppelt ist. Ja, wunderbar. Okay, warte mal, bin ich, ja, bin mit meinem Charakter unterwegs. Ah, diese Lok ist einfach so unglaublich laut. Ich habe es eigentlich eh schon runtergestellt. Also momentan ist die Einstellung... Ja, vielleicht drehe ich es noch ein bisschen runter. Damit es nicht ganz so extrem ist. So, du gehst mal runter auf 10. Sehr gut. So, dann müssen wir noch bis hinter diese Weiche da. So, die passt. Sehr gut. Und ein kleines Stückchen noch. Sehr gut. Das soll passen. Alle klar. Kann ich dich von da hinten... Naja, ich bin nicht in den Switch für die Lok. Oh ja, das geht. Siddeley, Orders, Manuel, bitte vorwärts. Muss fahren. Dann weiß ich mal hier... Ach, weißt du was? Wird man hier keine Schäden haben. Siddeley. Lok kann ja noch dranbleiben, aber wir werden hier mal... Disconnecten. Sehr gut. Und dann können wir eigentlich den Wagen da unten gerade wieder mitnehmen, weil der ist beladen und muss hier in den Interchange raus. Ein bisschen flott. Ja, das war jetzt ein bisschen flott. Gut. Das passt. So, du fährst einmal da runter und ich glaube, die Weichen müssten hier passen. Jo. Passt. Nebelock, Road Reverse 10. Möchtest du das machen? Hab ich ja nicht aufgemacht. Jetzt ist es auf. Also, lieber erst CBD. Was gefällt ihm denn jetzt nicht? Findet er das jetzt so uncool, dass die Lok hier dran hängt? Nee, das kann es eigentlich nicht sein.
So, Reverse 10. Nochmal bitte. Geht doch. Was auch immer das war. So, Operations oder Road, Reverse. Da machen wir 15. Und wir dann hier gleich mal umlegen hier. Sehr gut. Und auch den hier. Damit der mal zum Güterzug kommt. Alter, dann chill mit zwei Looks. Spaßig. Oh, mal langsamer bei dir, bitte. Sehr gut. Und vorwärts. Einmal so rum. Und fährst dann bitte so rein. Und dann auf das Gleis. So, Kollege, bei dir gehen wir erstmal mit. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Müsste bitte hier da vorne stehen bleiben. So, wir machen jetzt hier mal manuell. Ah, halt. Wir müssen ja selecten hier. Es wäre halt ein bisschen einfacher, wenn man halt zu zweit oder zu dritt wäre. Die Schlacht 98%. Da werden wir mal vielleicht demnächst mal reparieren, beziehungsweise ich werde sie vielleicht mal über Nacht reinstellen. Ne, ein bisschen noch. Gut, ist dran. Schauen wir mal ganz kurz, was der andere Look macht. Beziehungsweise ich gehe mal mit meinem Avatar mal hier rum, damit der nicht einfach so in der Gegend rumsteht. So, du bist auf Road Forward noch. Klar, ein Stückchen noch. Gut, das passt. Dem bleiben wir die. Geil, 53. Ja, Güter lohnt sich hier auf der Strecke. Handbrake, apply. Machen wir es gerade bei beiden. Südli. Du fährst rückwärts 5 wieder, bitte. Damit wir dann hier mitgehen können. Und gehen mal zu der anderen Lok. Ich glaube, so geht es ein bisschen schneller. Nice. Handbremse ist bei dem Kollegen dran. Okay, das passt. Gut, lieber Kollege. Orders für die Road. Fährst du mit 25 zum nächsten Bahnhof, bitte. Wir werden also mal hier die Weichen prüfen. Und dann kann der jetzt einfach schon mal vorfahren. Und dann können wir hier das Regimanöver fertig machen. Aber ein großer Teil ist dann hier schon mal erledigt. Das passt. Also ein bisschen schneller in der, beim Rennen wäre noch geil, wenn man das noch einstellen kann. Bin mir gerade bei so schneller. Ist mir klar, ich könnte jetzt mit der Karte ein bisschen hin und her zappen. Ja, das passt. Also quasi mach dann einfach den hier. Mit Steuerung T jedes Mal. Das passt auch. Dann müssen wir das hier da vorne prüfen. Das passt zum Beispiel nicht. Ich möchte, dass der da links reinfährt. Und das passt. Und die Weiche da vorne, die werden wir falsch machen, damit der hier davor stehen bleibt. So, dann passt das. Wir hätten auch mit dem Flair arbeiten können. Aber wir müssen mit dem Einwagen eh da hinten rein. Und der, glaube ich, muss eh noch nirgendwo hin.
Metalstock. Nö. Gut. Dann. Ja, ist schon fleißig am Fahren. Nummer 2. Oder vorwärts. Ah, ist das cool. Also die KI ist halt echt eine große Hilfe. Oh, hier rechts, an Grün. Aber das Endstück werden wir dann selber fahren. Einfach um ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie schwer der eigentlich ist. 25 Tonnen, 40 Tonnen. Sidley. Ich glaube, die Nummer 2, wenn ich jetzt mal selber hier nehme. Ja, das ist auch sportlich, hier ankuppeln. Ah je. Südele. Ich glaube, meine Wagen werden nicht lange halten. Zumindest wenn die so weitermachen mit dem Kuppel. Und ich glaube, ich lasse die KI noch ein paar Mal hier Holz hier hinbringen. Damit hier mal das Lager voll ist. Mache ich lieber einmal so eine Session mit 6-7 Mal dahin fahren, damit der See voll ist. Und dann habe ich erstmal eine Zeit Ruhe. Ähnliches habe ich ja immer in Brave Wars Online gemacht. Erstmal voll machen. So, dann raus hier wieder. Und dann können wir den ganzen Gespann zum Interchange hinterfahren. Das erste. Ja, ich soll erstmal hier rausfahren. Im Interchange schauen wir uns mal die Weichen da hinten. Na, hier an. Das lasse ich mal noch kurz offen. Hier soll er einmal abbiegen und dann da rein und auf der anderen Seite ungefähr da. Ach, wisst ihr was? Ich arbeite da jetzt einfach mal mit Flair. Ich glaube, das war hier Steuerung K. Steuerung K oder Steuerung F? Steuerung F. Gut, dann soll er dann hier stehen bleiben, wenn es jetzt soweit ist. Nummer 2. Du kommst zurecht. Nice. Genau, BL3 hat sich jetzt gerade gemeldet. So. PS2 Reverse 20. Gut, das geht jetzt zum Interchange, wird dann über Nacht mitgenommen. Wir machen da oben weiter. Södele. Stencil MFG da hinten. Das heißt, wir werden mal hier. Handbremse ran. Abkühlen. Sehr gut. Einmal hier rein. Operations Order manuell. Vorwärts vielleicht. Ne? Nein, scheiße, das ist die B. Ich hab die BR2 noch drin. Das wäre natürlich nur gut, wenn man hier auf manuell klickt, dass sich auch die Steuerung da links ändern würde. Naja. Also, vorwärts, Bremsen lösen. Los geht's. Thank you.
schwer. 52 Tonnen, ja, gut. Hat schon ein bisschen Gewicht. Neues. Und einmal zurück hier. Oh, geil. Stopfire Fuse. Das hat funktioniert. Gut, eigentlich kann man hier mal sagen, Road Reverse 5. Sollte da hier hinten entsprechend stehen bleiben. Dann können wir uns um die Nummer 2 hier wieder kümmern. Mal sehen. So, Handbremse rein. So, kann ich die wegnehmen? Dankeschön. Das ist schon sehr nice, dass sie dann von allein wieder weiterfährt. Das heißt, die nächste Fuse. Haben wir hier. Förderung F. Sehr gut. Oder vorwärts bitte jetzt. Und den, glaube ich, werden wir die mal im Depot wieder abstellen. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Einmal so. Und so, das passt. Und werden mal sagen, stopp. Ja. Cool. Und dann kann die da wieder retour rein. Meine Idee ist, dass dann die Lok da hinten so in dem Bereich hier unten bleibt. Die andere auf Höhe Ede beziehungsweise dann bei der neuen Strecke, damit das quasi eine vorne, eine hinten ist. Stichwort Nummer 3 steht jetzt da unten. Gut. Steuerung, komm mal her. Oder manuell. L3 ausgewählt. Rückwärts bitte. Ist bei dir die Handbremse eigentlich dran? Habe ich das gemacht? Jo. Kollege, du sollst rückwärts fahren. Der Wagen drückt ein bisschen. Ja, hätte schlimmer sein können. Okay. Einmal ran. Handbremse ist ja dran bei dem. Ding ist so schwer, wie der ist. Machen wir hier mal die Handbremse ran. Okay. BL3 Road Forward. 10 bitte. Das ist viel dafür. Ich meine, ich habe es schon ein bisschen besser eingestellt jetzt, aber es ist immer noch nicht optimal. So wie da die Standardeinstellung immer macht. Du fährst maximal bis hierhin. Dankeschön. Währenddessen die Nummer 2. Ich hätte gerne einen anderen Hotkey für das Hin- und Her-Switchen hier. Södele, Depot, beziehungsweise macht es Sinn, dass ich sie doch einfach. Ja, dann ist es sauber. Okay, einmal so, einmal so. End of track. Ja, ganz nach hinten soll sie nicht fahren, bis dahin. Und dann ist gut.
könnten 2,9. Ja. Von der Kohle her passt sau. Und dann müssen wir jetzt noch nicht auffüllen. So, Orders Reverse. Vielleicht mit 10. Nice. Du kommst wieder weg. Party. Nummer 3. Dankeschön. Moin. Wir fahren dich jetzt wieder manuell. Darfst jetzt hier wieder ankuppeln. So mit ein bisschen Leistung. Und in Eli müssen wir dann eh auch noch mal einmal die ganzen Sachen hier umfahren. Weil wir das dann quasi in dieses Kopfgleis da reindrücken müssen. So, Stückchen noch. Ja, geht doch. So, die Handbremse war... Nice, okay, dann würde ich sagen... Auf die Lok. Südre. Und den fahren wir hier mal selber. Reverser vorwärts. Bremsen sind gelöst. Und. Oh, nee, eines. Ja, wir sollten mal ein bisschen fahren. Das ist schräg. Was ich jetzt noch anpassen wollte, ist hier bei Equipment Customize. Wir können ja hier den Sound von der Pfeife anpassen. Sehen wir mal den hier. Ja. Den? Nee, ich weiß auch nicht. Saddle Tank 1. Nee, das konnte ich doch auch nicht bringen. VT1. Moment. Nee, das sagt mir jetzt auch nicht so zu. Der klingt noch interessant. Dreier-Variante. Ja, das klingt geil, aber da brauche ich irgendwas Massiveres. Wie schaut es denn hier aus? Oh ja, das gefällt mir. Nice. So, ein bisschen mehr Schmackes-Look. Wir müssen hier mal vom Fleck kommen. Achso. Mein Regler auf 70. Oh, die hat da echt ein bisschen zu kämpfen hier. Krass. Ja, und es gibt ja nochmal neue News. Der Release wurde ja vorverschoben. Sie ist jetzt, glaube ich, am 8. wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Und ja, da freuen sich jetzt die Leute. Aber wir haben jetzt leider nicht alle Features, die wir eigentlich zum Early Access kriegen würden. Vielleicht kommt es dann so um den 15. rum. Wegen dem verfrühten Release. So ganz verstanden habe ich es jetzt noch nicht, dass sie da, also warum sie das vorzogen. Weil einerseits wegen Valve, die gesagt haben, ja, besser, wenn du es vorziehst. Und andererseits Feedback von den Beta-Testern bzw. Content-Creatern. Was war das für Feedback? Also ging es so in die Richtung, man kann es dann erst richtig spielen, wenn man dann Leute hier auf der Strecke hat. Ich meine, ja, ist ein Argument. Auch das, was wir jetzt hier machen, wird natürlich mehr Spaß machen, wenn ein bisschen mehr Leute auf dem Server sind. Aber wie gesagt, eventuell in der nächsten oder übernächsten Episode, oder Livestream in dem Sinne, was dann die Episode wird, hat es dann Leute hier mit mir drauf.
Jetzt noch am Anfang ein bisschen Solo. Ich will mal. Ich würde gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn ich über so eine Fuse drüber fahre. Nichts passiert oder ob sie verschwindet. Too close to a switch. Der eh falsch ist. Ich vermute mal, es passiert gar nichts. Ja. So, dann rein in die Lok. Geil. Schaut, man kann die Tür nicht nur so ein bisschen aufmachen, entweder voll oder ganz. Ah, also voll auf oder voll zu. Ja, komm. Maximale Leistung bitte. Wir kommen noch auf die 30. Ganz sicher. Schauen wir eigentlich bei unserem Tender hier hinten aus. 4,1 Tonnen, 3400 Wasser. Jo, ich glaube, da können wir noch mindestens 4-5 Mal die Strecke abfahren, bevor das kritisch wird. Wo sind eigentlich... Für die Zylinderhähne auch Portugies. Camera Movement. Showing up sehen, für das von das Clicking, Select, nein, nicht Charakter, nö. Lokomotiv vorn, Move up, Whistle, Quill, achso, V. Mouse Move up. Okay, Wolf Break Release Apply Train Break Shift Color. Von daher kommt es zu another track position, Sandbox only. Minus und ist gleich ist für Throttle. Das geht bei mir schon mal nicht. Ja, mit den Hotkeys werde ich mich hier noch ein bisschen rumspielen müssen. So, wie weit haben wir es denn noch? Kommt jetzt hier die 30er-Kurve? Oder bin ich da schon durch? Also, dass es gerade die Kurve gewesen ist, die habe ich zuvor nicht aufgepasst. Nee. Station, also da sind wir schon durch. Gut, dann können wir hier rollen lassen. Oh fuck. Ich weiß gar nicht, wie die Weichen sind. Habe ich da aufgeräumt? Nein, habe ich nicht. Gut, dass mir das jetzt gerade noch eingefallen ist. Nice. Diese Bremsen hier.
Okay. Das Gewicht drückt ein bisschen. Ja, da hätte ich wesentlich früher bremsen sollen. Komm bitte noch vor der Weiche da. Okay. Das hat jetzt anständig gedrückt von hinten. Handbremse, dankeschön. Und dann hier einmal abkuppeln. Und ich habe das gerade falsch gemacht. Na gut. Ja, wo ist der andere? Einmal da. Dankeschön. Kollege. Ich glaube, du fährst jetzt mal ganz kurz automatisch. Und hier müssen wir das Ganze dann rückwärts hier reinbringen. Und dann sollte der neue Streckenabschnitt in einer gewissen Zeit dann fertig sein. Keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Gut. Wollen wir noch die Ausfahrt für hinten machen? Steht 50 Tonnen da, ne? Jeder Wagen. Wie ist bei euch? Seid ihr noch beladen? Ja, 28 Tonnen, 38 Tonnen und 29,3 Tonnen hat der hier drin. Der will aber noch nirgendwo hin. Das kommt noch. Södre und einmal da. Kollege, schneller fahren. 30. Okay, also die Pfeifen und die Glocke kann ich auch machen, wenn die KI fährt. Dies ist praktisch. Neues. Beziehungsweise. Das machen wir von alleine. So, einmal hier wieder rein. Dankeschön. Mal hier ran. Nice. Einmal hier runter bitte. Dankeschön. Bremse. Und ganz hinten jetzt noch die Handbremse. Ah, geil, wenn das sogar nach dem Miet ist, wo dann hier wieder Druck runter geht. Release. Ich würde jetzt gerne da vorne irgendwie mitfahren. Einmal so. Kann ich? Ich weiß, ich könnte einfach mit View darauf gehen, aber ich würde gern. Ich. Kann ich hier hoch? Geil, ich kann da hoch. Okay. Dann, Abmarsch.
Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, wie weit wir da überhaupt reinfahren können. Ja, ich sollte vielleicht nicht zu schnell hier fahren. Ich würde mal sagen, maximal 15. Doch noch ein gutes Stück hier hinten drin. So, der Gas weg hier. Jo, das finde ich doch. Okay, da geht Bremsen wieder gut, aber das liegt vermutlich eher daran, dass hier Berg nach oben geht. Aber seid ihr alle schon happy da in der Position? Ja, wir fahren noch ein bisschen nach hinten. Komm, reindrücken. Ist sehr geil. Dann kann man hier so ein bisschen den Progress beobachten. Na komm. Das kriegst du hier reingedrückt. Oh, vielleicht hätte man da doch mit zwei Lokomotiven fahren sollen. Beziehungsweise, wenn wir so einen ähnlichen Zug dann hier in den nächsten Bahnhof schicken, dann muss der hier unbedingt mit Schwung fahren. Oder mit einer zweiten Lok. Ah. Und da geht's Telefon. Wunderbar. So, ich muss mal ganz kurz unterbrechen, liebe Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Bitte entschuldigt diesen kleinen Telefonanruf. Der war wichtig. So, nachdem das jetzt alles hier drin ist, ich wollte einmal die Handbremse hier hinten mal dran haben. Und ich will mir diese Baustelle jetzt hier mal geben. Okay, da gehe ich einfach durch. Das ist dann die Brücke im Bau. Kann ich das Wasser? Yes, I can. Bauhäuschen und da geht die andere Strecke wieder weiter. Es ist also wirklich nur dieser Abschnitt hier. Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal hier eine Stunde vergehen lassen. Weitenauer. Da hat sich optisch jetzt nicht sehr viel getan. War auch nicht. Und ich hoffe, die Bäume verschwinden hier dann noch. Die Frage, wie lang das braucht hier mit dem Entladen. 33,6 Tonnen, also es wird schon entladen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es einen Tag oder zwei hier brauchen wird, bis das hier, Entschuldigung, bis das hier komplett fertig ist. Gut, Handbrake auch hier. Hier machen wir zu. Aber wir machen mal die Luft raus bei den ganzen Wagen hier. Söderli. Coole Sache. Dann kann eigentlich der Kollege Road Reverse eigentlich mit maximaler Geschwindigkeit wieder retour fahren. Durchfahrt ist ja soweit gestellt.
Wir können ja immer noch ganz kurz hier hin. Südre. Dass du hier mir bitte gerade fährst. Und auf der anderen Seite auch nochmal einstellen. Einmal hier. Nee, Moment. Das ist jetzt dumm, was ich da mache. Ich habe ja gesagt, ich will diese Lok hier da oben stehen lassen. Steuerung G. Da kommt sie. Du fährst mir doch hier rein. Es ist schon geil, dass sie dann halt hier automatisch abbremst. Ich würde sagen, die kann eigentlich hier so auf dem Gleis stehen bleiben. Oder lass wir die da hinten reinfahren. Vielleicht lass ich mal da hinten reinfahren. Dann ist sie abgestellt, falls ich dann auf die Idee komme, mal zwischen der Episode hier mal mit Personenzug zu fahren. Das heißt, ich mach mal hier eine Fuse hin. Der kann da echt mit 25 reinfahren. So, bitte vor der Fuse stehen bleiben. Nice. Manuell bleibst du mal hier so stehen. Das mache ich jetzt hier wieder weg. Und dann hätte man die hier mal geparkt und die bleibt auch erstmal hier. Ja, mein Job wird jetzt noch sein. Ich werde ein paar Holztransporte machen. Hier von der Sawmill von nach dahin. Zeige ich mal ganz kurz das hier. Hier bei dem Abzweig stehen ja diese drei Wagen hier, die müssen so sammeln, da sind jeweils drei Wagen drauf. Ich glaube, es braucht schon 2 oder 3 Stunden, bis das hier beladen ist. Und dann fährst du hier halt entlang die Strecke nach da oben. Einmal hier so rein und dann hier rückwärts wieder rein. Und da unten in Cornelli, da habe ich noch keinen Auftrag für dahin. Das wäre dann vielleicht etwas für die nächste Episode, mal schauen. Ich fahr erstmal hier hin und her, damit hier das Sawmill ein bisschen voll ist, aber das ist relativ wiederholend. Ich glaube, das wollt ihr jetzt nicht unbedingt sehen. Und dann hoffe ich mal, dass mit der nächsten Episode dieser neue Streckenabschnitt hier fertig ist. Und den werden wir uns dann entsprechend angucken, weil das ist dann ein recht großer Bereich hier, was dann freigeschalten wird. Und dann haben wir hier auch noch den Stich hier nach Walker. Auf das freue ich mich schon. Ja, Progress ist erstmal ein bisschen langsam, aber so ist es halt auf unserer Nebenbahn. Die ganzen Sachen müssen erstmal repariert werden. Und ich will nochmal herausfinden, wie das funktioniert mit dem Wagenkauf, weil irgendwie kann es Stand jetzt noch nicht machen. Eventuell geht das erst dann, wenn ich da in der nächsten Station drin bin. Also nicht, muss mal ein bisschen im Discord rumgucken. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann weiterhin eine gute Fahrt. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.